Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 147. Ja, wir sind immer noch in Nahegrand. Wir boxen uns so durch hier. Und kriegen das schon hin. Also, gucken, ob ich da in. Hala. Da brauchen wir noch ein, zwei Sachen. Ich weiß gar nicht, wie man die Dinger bekommt. Ob es von Quests waren oder ob von Gegnern, also von PvP-Leuten hier töten. Ich weiß es nicht mehr. Schon lange her. Ich weiß, man bekam was, wenn man PvP, also wenn man andere Spieler getötet hat. Bekam man Marken bestimmt. Und wenn man noch irgendwas anderes gemacht hat, aber weiß es gar nicht mehr. Das Ding zurückerobert oder so. Was ist das? Brauchen wir nicht, aber ich meine, die müssen auch noch mal. Na ja, gut, wird sich zeigen. Wartkisten warten wir erstmal noch. Ich glaube, da ist die Ecke, wo die Elite rumlaufen. Die Elite hier. Na gut. Akro klappt. Hier, ja. Okay, wir haben null Trefferwertung. Ich dachte, wir hätten ein bisschen. Und dafür gibt es ja auch Buffoot mit Trefferwertung. Gab es das hier schon? Voll schon scheiß Hotel. Ich meine ja. Das hat man dann immer gerne gegessen, wenn man noch nicht im Hitcap war. Gut, jetzt haben wir als Jäger nicht so schwer mit dem Trefferwertung. Ich glaube, wir brauchen 100. Die es am schwersten hatten, waren die, die zwei Einheitswaffen tragen. Zwei Einheitswaffen gingen, da braucht es da auch nicht so viel. Ich glaube, 7%. Und mit zwei Einheitswaffen, boah, wie waren das noch? 12% oder 16%, weiß ich. Auf jeden Fall war es viel mehr. Es war echt elendig, die Kacke zusammenzutragen. Also die ganze Trefferwertung. Man weiß, was man getan hat. War dann immer ein Abwägungsprozess. Willst du jetzt das neue Teil haben? Das hat ja, Angriffskraft, sag ich mal. Oder hat es keine Trefferwertung? Was tust du denn jetzt? Das heißt, du hast den Ding genommen, musstest Verzauberungen ändern, musstest du Sockelsteine ändern. Ja. Es ging ja noch bis, ich glaube, bis Kata oder bis Padaria ging das ja noch mit der Trefferwertung. Die wurde zwar dann runtergesetzt, aber die erste Tat, nachdem du quasi Level, also High-End-Level warst, war immer erstmal Trefferwertung sammeln. Und dann musstest die anderen Sachen sammeln. Aber du musstest halt immer so sammeln, dass du noch genug Trefferwertung hattest. Ja, war schön, war schön. Jetzt immer was zu tun. Musstest du gucken nach Verzauberungen dafür, dann musstest du gucken nach Sockelsteinen dafür. Man musste zwar immer noch, aber Trefferwertung kann ich jetzt. Braucht dich nicht mehr zu interessieren. Damals war das halt so.
Und was einen auch nicht mehr interessiert, vor allem als Tank nicht mehr interessiert, ist Verteidigung. Weil du bist automatisch, sobald du dein Tank-Spec hast, bist du Crit-immun. Ja, damals nicht. Damals musstest du 360 oder so, oder 400, oder 380, 364, ich weiß nicht, irgendwie so ein komischer Wert war das. Musstest du haben, sonst warst du nicht Crit-immun. Als konntest du die Hero-Instanzen direkt vergessen. Wie gesagt, der eine Tank da, den Kara, der war auch nicht Crit-immun. Schon schön. Oh, noch einer und der ist dann quasi fertig. Gefreundet. Und das fiel, glaube ich, auch mit VOTLK weg, das Füttern. Weil zuerst kam nämlich der Skillbaum für das Pet. Und damit gab es halt ein Skill, wodurch, wenn der irgendwas killt, glücklich wird. Brauchtest du den damit schon mal nicht mehr füttern? Beziehungsweise nicht mehr so oft füttern? Was gab's denn dann noch? Ja. Das ist dann halt auch irgendwann weggefallen. Dann hast du, glaube ich, nur noch einen Skillbaum für dein Pet. Was es quasi machen soll. Und man kann das Pet halt auch nicht mehr buffen. Also hier zu BC kann ich dem halt auch noch Akku aufschießen. Das geht halt nicht mehr. Und für alles musstest du hochskillen. Das heißt, wenn ich jetzt hier Bergbau machen wollte, müsste ich erst 300 sein, dann könnte ich das abbauen. Aber habt ihr ja gesehen mit dem Leder. Mittlerweile ist es ja auch nicht mehr so. Mittlerweile kannst du überall, wo du bist, egal wie hoch dein Skill ist von deinem Beruf, kannst du überall abbauen. Das ist egal. Und, es gibt auch Fehlversuche, gibt es ja auch beim Ledern. Was ich lustig finde, Fehlversuche beim Blümchen sammeln. Weiß nicht, ob man das falsch ausreißen kann oder so. Bei Kirschen könnte ich mir das noch vorstellen. Beim Leder sammeln, Blümchen sammeln, naja. Und was es dann auch gab, was ich auch cool fand, aber haben sie ja auch mittlerweile wieder rausgenommen, ist, du hattest bei deinen Berufen, gibt's ja, sieht ja jetzt mittlerweile anders aus, gab es dann irgendwas, das du als Zusatzfähigkeit hattest. Wie beispielsweise bei Kirschnerei, weiß ich, hieß es, glaube ich, Meister der Anatomie oder so, und hattest mehr kritischen Schaden dadurch. Bergbau hast du Ausdauer bekommen. Bei Blümchenkunde hast du einen Buff bekommen, dass du Leben wieder regeneriert hast. Boah. Den Rest weiß ich gar nicht mehr. Ist halt schon was länger her. Mal kann man das im Kampf auch benutzen, also. Oder das haben sie irgendwann geändert. Und dann kann ich das zum Beispiel mit meinem Droiden, kann ich das nämlich auch benutzen. Und was damals war, ich weiß gar nicht, ob das hier auch ist, wir können ja mal gerade gucken.
mal in den Schatten ist. Was Reichweite, okay. Dass man einen Schuss aus den Schatten abgeben kann. Warten kurz. Probieren wir das doch mal. Das war immer ganz toll im PvP, dass das was sich versteckt irgendwo und dann ist ein Schuss direkt aus den Schatten abgefeuert und keiner wusste, woher er es kam am Anfang. Nee, geht nicht. Dann war das zu klassisch. Das heißt, du hast in den Schatten gestanden. Der hat zu Ende quasi gecastet. Und dann konntest du einen Schuss raushauen. Also für dich als Jäger war das schon richtig cool. Nur wie viel sich verändert hat von Klassik nach hier, das weiß ich nicht. Ich habe Klassik nicht wirklich gespielt. Ich kenne das halt nur von Erzählungen. Ich habe auch nie auf dem Klassik-Server gespielt. Weil das war, weiß nicht, das hat mich nicht gereizt, sag ich mal. Aber gut. Wie gesagt, wenn ihr nach hier kommt, hier ist immer was los. Und sogar schon heute Morgen um 10 vor 8. Ich war einmal auf einem VWTLK-Server. Ich weiß gar nicht, ob es ihn auch gibt. Irgendwann war ich schon nochmal gucken, so. Spaß an der Freude. Da war keiner mehr. War ich dann allein auf dem Server. Ich hatte irgendwas gemacht. Nebenher. Und dann hatte ich irgendwann nochmal geguckt. Ich glaube 2 Stunden oder so war ich dann da drauf. Ich wurde ab und zu ausgeloggt, hatte mich dann aber wieder eingeloggt, weil ich irgendwas gemacht hatte. Ich weiß gar nicht mehr. Ist ja egal. Aber es ist keiner online gekommen in diesen 2 Stunden, wo ich dann da war. Oder weil ich auch, was ich auch gerne mache, wenn ich schon mal was Neues suche, dass ich mir dann die Internetseite angucke. Meistens haben die ja dann auch da drauf, so, wer ist momentan online oder wie viele. Und dann gibt es halt manche Seiten, da siehst du, da sind dann 3, 4 Leute online. Hier hast du dann oft, dass dann 400, 500 online sind. Und ich glaube, das Vollste, was bis jetzt war, wenn ich lüge, 1700 Leute oder so. Manchen Seiten oder auf manchen Servern ist ja gar nichts los. Aber dann sieht man schon, okay, der Server läuft nicht so gut. Lassen wir das da. Weil es bringt ja dann auch nichts, wenn du da dann auf den Server kommst, dir dann ein bisschen was aufbaust, sag ich mal. Und da keiner ist. Vor allem bei den Servern hast du immer das, kannst du das Pech haben, dass das irgendwann auch geschlossen wird. Du hast dann wieder Zeit investiert. Ja, für nix. Dass du dann auf einem anderen Server wieder neu anfangen darfst. Weil an die Charaktersachen kommst du ja nicht dran. Das ist halt das Problem, ne? Das ist, was ich mit meinem Kumpel letztens gequatscht hatte hier. Dass er es kacke findet, wenn er irgendwo neu anfängt. Auf einem Privatserver oder so. Selbst die jetzt zum Beispiel Dreno haben. Dass er nicht an seine Sachen rankommt. Die er quasi erspielt schon hat. Dann alles nochmal neu machen muss. Weil du hast ja kein Geld. Hast keine Taschen. Du hast quasi die Sachen, die du gemacht hast, hast du ja alle nicht. Deine Erfolgspunkte, sag ich mal. Naja, gut. Ich würde sagen,
Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns und ich hoffe, wie gesagt, dass ich es hinbekomme, die Folgen wieder kontinuierlich herauszuhauen. Naja gut, auf Wiedersehen.